Meine Mutter Optima war jedoch kein schwaches Kind. Nachdem sie lange verletzt und krank da niedergelegen hatte, fanden die Einsamen bald heraus, dass sie ein Kind erwartete. Ungewiss, was ihre und meine Zukunft sein würden, fasste sie den Entschluss, ihren Peiniger zu finden und ihm gegenüber ihr Recht als freigeborene Frau geltend zu machen. Zunächst schlich sie sich nur in die Wälder hinaus, suchte die Orte ihrer Flucht und Jagd auf. Bald suchte sie auf den Straßen Moridunums, doch fand sie von Morikantos keine Spur. Wen sie jedoch fand, war Kolonus, ein wandernder Bade, der ihre Familie bereits in Tovius und später Leucodunum oft besucht hatte, als sie noch ein Kind war. Kolonus nämlich war ein illegitimer Sohn Mauricus, dem als Bastard die Erbfolge Arikonias versagt war und so von seinem Vater in die Badenschule Glevums gegeben worden war. Ausgerechnet jenen fernen Halbbruder, beinahe einen Fremden, drängte sie nun, sie mitzunehmen auf ihre Reise und Suche nach dem Vater ihres Kindes. Sie stahl sich fort aus dem Hause des heiligen Petrus und drängte Kolonus, den Spuren Morikantos zu folgen. Von Moridonum nach Iskar und Iriconium an den Hofkönig Vortigerns und nach Thamium. Doch nirgends fanden sie Morikantos, welcher zu jener Zeit bereits vollständig dem Wahnsinn anheimgefallen war und einsam auf seinen Tod wartete, hinweggesperrt von seiner eigenen schamerfüllten Familie im hohen Turm von Eboracum. Auf dem Weg in die alte Heimat Leucodunum bei Londinium jedoch besuchte meine Mutter mein wahrer Vater im Traum und sandte sie wie von Sinnen die Straßen verlassend laufen mit dem Wind zur Ebene von Sorbiodunum, wo der uralte Riesentanz stand, den die Menschen ängstlich mieden. Dort erschien ihr Luzifer in verschiedener Form und Gestalt, bald als gewaltiger Riese, bald als alter Einsiedler, bald als schöner, junger, reich gekleideter Mann, bald in Gestalt ihres Peinigers Morikantos, bald als ihr Halbbruder Kolonus. Er versetzte sie in Furcht, dann suchte er mit Freundlichkeit und Umsorgung ihr Vertrauen zu gewinnen. Schließlich versprach er ihr, sein Kind anzuerkennen und stets gut für beider Leben zu sorgen und begann ihr die Geschichte seines Stammes mitzuteilen. Er sprach von der Schöpfung der Welt und den Wanderungen alter Dämonenstämme in einer Zeit vor der Ankunft der ersten sterblichen Menschen, von Völkern urzeitlicher Riesen, zu deren Königen er und seine Geschwister sich erhoben, bis sie zu Tyrannen wurden, davon, wie sie den Riesentanz erbauen ließen, aus magischem Fels, um jene zu heilen, die in den gewaltigen Kriegen der Elemente verletzt und getötet wurden, und um ihren Kindern den Weg zu weisen zu den alten Dämonenfestungen, den gewaltigen Städten hinter den Sternen. Ich, ihr Kind, solle einer jener Uralten sein, welcher zurückkehre zu den niederen Menschenkindern, die neuen Götter in ihre Schranken verweisen und die Menschen auf ihren Weg zu den Sternen führen. In dieser Stunde ergab meine Mutter sich, zunächst um Luzifer zu täuschen und um seiner größeren Macht zu entkommen. Sie versprach sich, selbst später bei Gott Vergebung zu suchen und bei Placidus Rat und Hilfe, mich christlich taufen zu lassen und Luzifers Plan zu vereiteln. Dies sagte sie sich selbst und handelte so, als sie mit Kolonus nach Moridunum zurückkehrte. Doch ihr alter Glaube war bereits unweigerlich gestorben, und oft sah sie das nachts hinauf zu den Sternen.